Herzlich willkommen, werte Zuschauer des Deutschlandkuriers. Für Sie dürfen wir heute ein Interview führen mit einer Persönlichkeit, mit einem Akteur, welcher die politische und mediale Debatte, insbesondere in Bezug auf die Einwanderungspolitik, in den letzten 10 Jahren geprägt hat wie kein anderer. Man muss ihn gar nicht mehr vorstellen, aber ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Sarrazin. Danke, Herr Bendels. Herr Dr. Sarrazin, wie ich es einleitend bereits erwähnte, prägen Sie die politische Debatte in Bezug auf Migrationsfragen seit annähernd 10 Jahren. Vor 10 Jahren, im August 2010, erschien Ihr Buch Deutschland schafft sich ab. Seitdem ist viel geschehen. Sie haben auch weitere erfolgreiche Bücher geschrieben und verlegt. Sie haben im Februar 2014 den neuen Tugendterror vorgelegt. Sie haben schon im Mai 2012 Europa braucht den Euro nicht geschrieben. Sie haben 2016 das Werk Wunschdenken vorgelegt. 2018 folgte dann die feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Und in dieser Zeit lag genau dazwischen eigentlich seit 2015 die große Masseneinwanderungskrise. Jetzt im Herbst 2020 erschien beim Lang-Müller Verlag Ihr aktuelles Buch Der Staat an seinen Grenzen. Was hat Sie bewogen, 10 Jahre nach der Veröffentlichung von Deutschland schafft sich ab und 5 Jahre nach Beginn der Masseneinwanderungskrise ein 480 Seiten starkes Buch zum Thema Einwanderung vorzulegen? Ja, schauen Sie, wenn man sich mit einem Thema befasst, dann ist das ja nicht irgendwann zu Ende. Ich will mich jetzt nicht mit einem großen Wissenschaftler vergleichen, aber zum Beispiel Einstein hat über die Phänomene, die er mit seiner Relativitätstheorie dann beschrieb, dann sein ganzes Leben lang weitergerungen, am Ende mit immer weniger Erfolg. Aber so geht es auch mir, wenn man mal anfängt, sich mit bestimmten Themen zu befassen, die aus der Wirklichkeit kommen, dann ist es ja so, dass man immer, bei allen Bemühen, immer nur einen Ausschnitt abbilden kann und nie das Ganze. Also das Ganze ist die Welt, und jedes Buch, ob nun 300 Seiten, 500 Seiten lang oder 1000 Seiten lang, und jeder Austausch hat immer nur einen Austausch, hat immer nur einen Ausschnitt, und es gibt andere Aspekte, die man nicht behandelt hat. Und dann außerdem bei einem Thema, was sich ja, wie jetzt das Thema Einwanderung, Islam, all das, was sich historisch bewegt im aktuellen Kontext, ändern sich natürlich auch mit den täglichen Ereignissen eben auch immer da ständig die Perspektiven. Und natürlich achtet man auch darauf, was andere sagen und äußern, die vielleicht andere Ansichten haben als man selber. Mit denen muss man sich ja geistig auseinandersetzen. So, und dann fiel mir jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre auf, unter anderem erstens die Frage, wie man sich mit den Phänomenen von Einwanderung politisch praktisch auseinandersetzt, also was man eigentlich tun kann, was die Probleme sind, wo die Ansatzpunkte sind. Dazu gehört aber davor gelagert eine andere Frage, nämlich die Frage, was wir überhaupt unter Einwanderung verstehen, welche unterschiedlichen Arten von Einwanderung es gibt und letztlich, wie Einwanderung für unterschiedliche Beteiligte wirkt. Das ist ganz elementar. Zum Beispiel die Menschen, die jetzt im Zuge der großen Masseneinwanderung der 2015, 2016 zu uns kamen, sind ja auch alles Menschen mit Wünschen, mit Gefühlen und so weiter. Und letztlich haben sie natürlich auf dasselbe Phänomen einen ganz anderen Blick als wir. Wer es aus
nach der Eritrea, als also junger Mann dann nach Deutschland geschafft hat, wer der, aus nach der Afghanistan kommt und nun bei uns ist, sei es auch ganz ohne Asylanspruch, sagt doch für sich, ich habe jetzt etwas geschafft, ich bin in einer anderen Gesellschaft, in einem anderen Land, in einem also stabilen Umfeld und sogar noch in einem Land, wo man mir dafür Geld gibt, dass ich nicht arbeite. Und ich werde beschützt und werde hier gut aufgehoben. Und für mich ist das doch ein Erfolg. Und jetzt hole ich noch da meine Familie nach und dann ist es ein Riesenerfolg. Und er hat mit seiner und er hat mit seiner Perspektive recht. Ich hätte die wahrscheinlich auch. Insofern müssen wir also Phänomene immer auch unter dem Aspekt bewerten, cui bono, wem nützt es und wem schadet es. Und insofern kann man natürlich sagen, dass Einwanderung aus der Sicht von Einwanderern eine völlig andere Sache ist als Einwanderung aus der Sicht jener Gesellschaften, Völker oder sozialen Gruppen, die eben dort leben und immer schon gelebt haben, wo Fremde als Einwanderer kommen. Und das war der Ansatzpunkt meines Buches. Letztlich gab es ja immer soziale Gruppen, es gab Stämme, es gab Völker, es gab Gesellschaften, es gab Staaten, die sich auf der Welt verteilten und irgendwo aneinander grenzten. Und überall war dasselbe Phänomen. Hier bin ich, hier, da lebe ich in meiner Gemeinschaft und hier kommen Fremde und wollen auf unser Gebiet, in meine Region, in meine Jagdgründe. Sie sind vielleicht bedrohlich, sie wollen meine Frauen haben, ja, sie also stellen meinen Töchtern nach. Und diese Fragen stellen sich ja überall auf der Welt. Und insoweit gibt es ganz natürlich immer eine Perspektive der Einwanderer einerseits und der also Gruppen, die bereits da sind, irgendwo leben, andererseits. Und ich untersuche, und das ist mein Ansatzpunkt, und natürlich gab es in der ganzen Menschheitsgeschichte immer wieder große Wanderungsbewegungen. Der Mensch kam ja mal vor 60, 80.000 Jahren aus Südostafrika, sich dort über die übrige Welt verbreitet. Letztlich haben sich die Menschen, wenn sie irgendwo mal waren, auch dort etabliert, sahen das dann als das ihre an und empfanden es, wenn jetzt andere kamen und auf das ihre wollten, das empfanden sie als Bedrohung. Und das war eben oft auch eine Bedrohung. Und was ich zeige ist, dass über die gesamte Menschheitsgeschichte an sich nahezu durchgehend folgende Gesetzmäßigkeit gilt. Einwanderung nützt, wenn sie jemandem nützt, fast ausschließlich den Einwanderern selber. Sie nützt nie den autochthonen der Völkern oder Gesellschaften, in die eingewandert wird, oder fast nie. Und das dürfte auch die Kernthese Ihres Buches sein. Haben Sie deshalb auch den Titel gewählt, Der Staat an seinen Grenzen? Und warum ist der Staat im übertragenen Sinne? Warum ist Deutschland, warum ist vielleicht auch die Europäische Union, warum ist Europa an seinen Grenzen? Ja, der Staat an seinen Grenzen ist, so ein Titel entsteht ja immer erst am Ende seines Buches. Mein Arbeitstitel hieß der Europas Grenzen, warum wir einen neuen Limes brauchen. Das war mein Arbeitstitel. Aber letztlich zeigte sich dann, als ich das Buch schrieb, dass es dahinter ja eine weitere und umfassendere Wahrheit ist, die allerdings auch abstrakter ist. Also jeder Staat, also jede menschliche Gemeinschaft hat Grenzen. Sie haben vorhin geschellt an meiner Tür, damit kamen Sie, da war ein Gartentor und da haben Sie geschellt und dann habe ich Einlass gewährt und das war meine Grenze. Und so haben Sie auch Grenzen mit Ihrer Familie und letztlich müssen sich ja Menschen immer auch voneinander abgrenzen, sonst kann die Welt nicht funktionieren. Das gilt natürlich auch für Staaten und für Gesellschaften und für Völker. Grenzen
sind also etwas Universelles. Grenzerfahrung ist auch etwas Universelles. Wie wir aber mit dem Thema Grenzen umgehen, wie wir uns selber schützen, wie wir unsere eigene Identität innerhalb gesetzter Grenzen da entwickeln, das ist eben eine Frage, wie man gesellschaftliches Zusammenleben organisiert. Und soweit es dabei um also Völker, Gesellschaften und Staaten gilt, ist auch immer wieder die Frage, wie kann ich meine eigene Volkswirtschaft, meine eigene Kultur, mein eigenes Rechtssystem, wie kann ich eigentlich all das bewahren? Ich muss natürlich nach der Souveränität darüber haben, wer in das Gebiet, das wir jetzt gemeinsam haben oder das eine gewählte Regierung verwaltet, wer in das Gebiet kann und wer nicht kann und wie die Regeln sind und so weiter. Und darum ist der Staat an seinen Grenzen ein universales Thema. Es war natürlich jetzt als Buchtitel auch eben reizvoll, weil er halt ja einen Doppelklang hat. Auch die staatliche Leistungsfähigkeit kommt an ihre Grenzen. Auch die Möglichkeit für die Bürger Sicherheit zu gewähren kommt an ihre Grenzen. Also es gibt viele Aspekte drin. Herr Dr. Sarrazin, Ihr aktuelles Buch hat sich jetzt in den vergangenen Wochen, also in den wenigen Wochen nach Erscheinen, schon bereits über 60.000 Mal verkauft und ist auch schon wieder ein Bestseller. Das Buch war lange auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Es ist allerdings, so war mein Eindruck, zumindest in den Mainstream-Medien weitgehend totgeschwiegen worden. Glauben Sie, dass Ihr Buch auch totgeschwiegen werden soll, medial und vielleicht auch gesellschaftlich, um diese Einwanderungsdebatte, die ja jetzt durch die Corona-Lage auch ein bisschen überlagert wird, einfach nicht wieder aufflammen zu lassen? Das mag auch ein Motiv sein, aber wir haben ja generell in Politik und Medien in den letzten Jahren die Tendenz, Dinge, die einem nicht gefallen, einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, Sie können eine Woche oder Sie können ein Jahr Tagesschau und Heute-Journal vor Augen führen. Sie werden bestimmt 100 Male Not in Afrika hören. Sie werden keinmal etwas hören über afrikanische Bevölkerungsentwicklung. Es werden einfach von den der sogenannten Leitmedien, ich sage jetzt so genannt, weil sie sind ja auch ein Medium, und vom politischen Mainstream Tatsachen, die nicht in ein bestimmtes ideologisch-politisches Raster passen, unter den Tisch fallen gelassen. Ebenso wird die Tatsache unter den Tisch fallen gelassen, dass sich natürlich Gruppen von Einwanderern systematisch nach ihrer Integrationsfähigkeit unterscheiden. Ebenso lässt man unter den Tisch fallen, dass die Einwanderer aus Afrika und aus dem westlichen Asien in allen internationalen Bildungstests ziemlich weit hinten anstehen. Und eben lässt man unter den Tisch fallen, dass die meisten, die zu uns kommen, nicht einmal eine abgeschlossene Grundschulausbildung haben, hier auch überhaupt keine Lehrfähigkeit haben. Ebenso lässt man unter den Tisch fallen, dass auch unter denen, die schon jetzt und aus diesen Ländern, die schon seit 7, 8 Jahren bei uns sind, immer noch 80% letztlich aus staatlichen Kassen leben. Entweder von Sozialhilfe oder von Hartz IV oder von den Leistungen dafür Asylbewerber. Nur eine ganz kleine Minderheit hat es ja geschafft, bei uns ökonomisch praktisch Fuß zu fassen. All das fällt unter den Tisch. Es fällt unter den Tisch, dass letztlich in vielen Schulklassen, jetzt in Berlin, in anderen Großstädten, aber auch mittlerweile der Anteil von bestimmten Migrantengruppen, von Afrikanern, Türken, Arabern und so weiter in den Schulklassen bei 50, 60, 70, 80% liegt, sodass dort nicht einmal mehr die deutschen Kinder ein vernünftiges Deutsch lernen können. Ganz abgesehen davon, dass sie auch kulturell in die Minderheit geraten. Was soll denn ein 12-jähriges deutsches Mädchen in einer Schulklasse, wo 80% ihrer Mitschülerinnen Kopftuch tragen? Ja, und die
Und die Jungen, mit denen sie umgeht, größtenteils junge Araber sind, die ein völlig anderes Verhältnis zu Frauen haben. Wie soll man denn damit umgehen? Das sind doch Dinge, die werden bei uns einfach beschwiegen. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Was auch nicht in Ordnung ist oder war, so darf ich es, glaube ich, sagen, war der Umgang Ihrer ehemaligen Partei, der SPD, mit Ihnen. Ich möchte auf dieses Thema auch mal ganz kurz eingehen. Sie wurden, das ist den meisten Zuschauern bekannt, nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft in der SPD vor 4 Monaten aus der SPD ausgeschlossen. Als jahrzehntelanges Mitglied der SPD haben Sie nie einen Hehl daraus gemacht, dass bei allem Hadern und aller Kritik an den Nachfolgern von Willy Brandt und Helmut Schmidt Ihr Herz doch an dieser großen deutschen Traditionspartei hing. Hand aufs Herz. Fehlt Ihnen etwas seit dem Ausschluss aus der SPD? Also es ist richtig. Ich bin im Alter von 28 Jahren in die SPD eingetreten. Das war damals, war also Willy Brandt Parteivorsitzender und Bundeskanzler. Und an dieser SPD also hing auch mein Herz. Nun ist es so, wie auch sonst in menschlichen Beziehungen, die Partner ändern sich. Ich glaube, wenn ich meine Schriften anschaue, ich habe ja in meinem Leben kontinuierlich publiziert, wenn auch nicht unter so großer öffentlicher Aufmerksamkeit wie in den letzten 10 Jahren. Aber wenn ich mir meine Schriften und Aufsätze und Bücher aus den Jahren 74, 75 anschaue, habe ich also keine anderen Ansichten vertreten als heute. Das heißt, der Ausschluss aus der SPD ist nicht deshalb erfolgt, weil ich mich von der SPD abgewandt habe, sondern weil sich die SPD in großen Teilen von dem abgewandt hat, für das sie einmal stand. Ich habe ja das Verfahren innerhalb der Partei auch hart durchgefochten über 3 Instanzen, Kreisschiedskommission, Landesschiedskommission, Bundesschiedskommission. Interessant war, dass die Bundesschiedskommission immer wieder, ich habe dort gesagt, sagt mir doch ein einziges falsches Faktum aus dem Buch Falsche Nummer. Es kam keins. Dann sagt man doch eine einzige rassistische Äußerung. Es kam nichts. Jetzt hat dann die Bundesschiedskommission in der Begründung des Ausschlusses geschrieben, mein Einwand, dass meine Bücher, dass das inkriminierte Buch Feindliche Übernahme keine falschen Tatsachen enthielte, sei für die Entscheidung ohne Belang. Und auch die Frage, ob meine Äußerungen da rassistisch seien oder nicht, sei für die Entscheidung ohne Belang. Das heißt, wir haben beide Themen rausgenommen, weil sie genau gewusst hätten, wenn ich dagegen geklagt hätte, vor öffentlichen Gerichten wären sie untergegangen. Sondern jetzt haben sie geschrieben, es sei einfach so, dass die Gesamteinstellung, die sich aus dem Inhalt dieses Buches ergebe, mit den sozialdemokratischen Grundwerten nicht übereinstimmte. Ja gut, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, also irgendwo muss man dann auch anerkennen, dass man so nicht mehr gewollt ist. Und man ist ja auch nicht auf einer Party Gast, wo die Gastgeber irgendwann doch ganz klar sagen, dass man einen da nicht mehr sehen will, sondern dann geht man. Insofern ist jetzt meine gemeinsame Geschichte mit der SPD abgeschlossen. Aber natürlich schaue ich in die Umfragen, wenn jemand gehofft hätte, dass mein Ausschluss der SPD zu einem neuen demoskopischen Höhenflug verhelfen würde, so war dies ein Irrtum. Dazu vielleicht auch noch eine etwas augenzwinkernde Frage. Haben Sie vielleicht in dem Zusammenhang auch schon den Titel Ihres nächsten Buches im Kopf? Wir haben uns da in der Redaktionskonferenz Gedanken gemacht und kamen auf die Idee, dass es doch eigentlich heißen könnte, und es würde sicherlich ein Bestseller werden, vom Sterben einer ehemals stolzen Volkspartei, wie Esken, Klingbeil, Kühnert und Co. die SPD zu Grabe tragen. Das ist überspitzt gefragt, aber spielen Sie mit dem Gedanken, vielleicht das Thema SPD auch noch mal publizistisch aufzugreifen? Nein, ein totes Pferd soll man nicht reiten, da muss man absteigen.